Hallo, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Freitag, der 30. März 2012. Ja, und gestern Abend war es soweit. Die Sonne stand im Quadrat zum Pluto. Dieser Aspekt liegt jetzt hinter uns. Ich weiß nicht, ob ihr irgendetwas beobachtet habt im Sinne Machtkämpfe, Auseinandersetzungen, dass vielleicht tiefe, innere, verdrängte und mit Angst besetzte Prozesse nach oben kamen? Fragezeichen. Heute sieht die Sache anders aus. Die Sonne ist jetzt über Uranus und über Pluto hinweg. Das liegt hinter uns. Schon mal gut. Auch der Mond hat das Zeichen gewechselt. Heute Nacht um 1 Uhr. Ist er ins Zeichen Krebs gegangen. Krebs ist ja ohnehin das Zeichen des Mondes. Dort wird er bis Sonntagvormittag sein. Sonntagvormittag geht er dann in den Löwen. Wenn der Mond im Krebs steht, ist das eine Stellung, die sehr viel zu tun hat mit Gefühlen, mit dem Bauchgefühl. Wir sollten also tatsächlich schauen, inwieweit unser Bauchgefühl ja sagt zu den Aktionen, die wir vielleicht tun wollen. Jetzt im Widder ist ja eine gewisse Spontanität, Aktivität und Energie da. Kann der Mond im Krebs das auch gutheißen? Eine gute Stellung, sich um die Familie zu kümmern, um Dinge, mit denen wir vertraut sind, unser Zuhause, uns Gedanken machen, was eigentlich unsere Heimat ist, wo fühle ich mich zu Hause? Fühle ich mich in mir, in meinem Körper zu Hause, in meiner Wohnung, in meiner Stadt, unter meinen Freunden, in meiner Familie? Das sind immer so diese Fragen, die wir uns jeden Monat stellen können, wenn der Mond durch den Krebs läuft. Ja, das sind die besonders interessanten Aspekte. Die Sonne, Mond stehen im zunehmenden Halbmond heute Abend um kurz vor 10 Uhr. Vielleicht bei klarem Himmel sichtbar. Die nächsten Tage bringen nichts Besonderes in dem Sinne. Und ich melde mich dann wieder, wenn es interessante astrologische Dinge zu besprechen gibt. Wer sein persönliches Horoskop einmal besprochen haben möchte, kann mich gerne anrufen unter 0431 946 88. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Bis wir uns dann wiedersehen und wiederhören. Tschüss.